Nitrat ist in aller Munde, könnte man so sagen. Denn Nitrat hat jeder Mensch in sich, nimmt jeder Mensch mit der Nahrung auf. Nitrat ist ein wichtiger Bestandteil des Stoffwechsels, des Eiweißstoffwechsels für den Muskelaufbau, ist auch ein wichtiger Bestandteil für die Funktion der geistigen Leistung, weswegen ja manche Menschen auch zum Beispiel Rote-Bete-Saft trinken oder eben der Muskelaufbau in den entsprechenden Präparaten bei den Fitnessstudios. Auch da ist immer Nitrat enthalten. Das meiste Nitrat nehmen wir mit Gemüse zu uns. Gemüse hat also Nitratwerte bis zu 3.000-4.000 Milligramm pro Kilo. In grünem Gemüse wie Salat oder Spinat, rote Beete, verschiedenen Gemüsen. Und das ist durchaus auch nicht ungesund. Es gibt in Deutschland bisher keinen bekannten Fall, in dem jemand einen gesundheitlichen Schaden durch Nitrat im Trinkwasser bekommen hätte. Das gilt nicht bei dem heutigen Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter. Und das ist auch nicht vorgekommen bei dem Grenzwert, der bis Mitte der 80er Jahre bei 90 Milligramm je Liter lag. Es gab da nie gesundheitliche Schäden. Die befürchtete Blausucht bei Babys, wo sich dann Nitrat in Nitrit umwandelt und zum Tod des Kindes führt, kann also durch Nitrat aus Trinkwasser so gar nicht eintreten. Da würde das Kind ja vorher ertrinken, ehe eine Schädigung durch Nitrat eintritt. Und das kann nur eintreten bei, und ist auch vorgekommen, bei Gemüse, das falsch behandelt wird, sprich langsam abkühlt und dann schnell wieder erhitzt wird, zum Beispiel beim Spinat. Gegen diese Blausucht kann man also mit dem Trinkwassergehalt an Nitrat überhaupt nichts ausrichten, weil der bei 50 Milligramm pro Liter liegt und Gemüsenitratgehalte, wie ich eben erwähnte, bei 2, 3, 4.000 Milligramm pro Kilo. Nitrat ist also auch keineswegs ein Schadstoff. Für die Pflanzenernährung ist es absolut lebensnotwendig. Ohne Nitrat, das ist ein Teil des Stickstoffkreislaufs, kein Pflanzenwachstum, keine Eiweißbildung. Und damit wäre ohne Nitrat auch das menschliche Leben vorbei. Es ist auch vorhanden in einem Wasser, was als klarer Gebirgsbach abseits jeglicher landwirtschaftlichen Nutzung fließt. Da sind dann auch 10 Milligramm und mehr Nitrat enthalten. Wo kommt das her? Aus dem natürlichen Kreislauf. Die Verrottung von Pflanzenteilen. Es kommt auch direkt aus der Luft, gebunden von Schmetterlingsblütlern, den Leguminosen wie Klee oder verschiedene andere Arten, Luzerne und so weiter, die auch in der Natur so wachsen und dann den Luftstickstoff binden. Denn die Luft, die uns umgibt, besteht ja zu 8 von 10 Teilen aus Stickstoff. Stickstoff ist also ein wichtiger Motor des Wachstums beim Pflanzen und auch beim Menschen. Nun ist halt bei die Frage, wo also diese Angst vor Nitrat im Trinkwasser herkommt. Das rührt daher, dass man über nun mittlerweile schon Jahrzehnte seit den Mitte der 80er Jahre entsprechende Meldungen publiziert hat. Das wäre also alles ganz giftig, denn das Nitrat ist ein Hebel, um die Landwirtschaft, so wie sie heute betrieben wird, auszubremsen. Es ist also eine ideologische Waffe für mehr Landwirtschaft in der Form, wie wir sie vor Jahrhunderten hatten, wobei da die Nitratprobleme durchaus gegebenenfalls höher waren als heute, bloß liegen da keine Messungen vor. Auf den Bauernhöfen war es früher üblich, dass der Mistplatz für das Vieh direkt in der Mitte des Hofes angelegt wurde. Das war logisch, weil da natürlich der Weg mit den Schubkarren, das wurde alles von Hand gemacht, der kürzeste war. Der Landwirt war auch stolz auf seinen Misthaufen, denn je größer der Miststapel, je mehr Vieh hatte er. Da lief natürlich auch der Sickersaft raus und die Jauche. Und neben dem Misthaufen in ziemlich dichter Nachbarschaft
war oft der Brunnen, aus dem sich der Haushalt mit Wasser versorgte, so dass auch da also natürlich Sickersäfte nicht direkt vielleicht in den Brunnen, aber eben ins Grundwasser liefen, Teile der Jauche, die vielleicht nicht aufgefangen wurde, und da waren die Nitratgehalte mit Sicherheit wesentlich höher. Und da mag es also vielleicht im 19. Jahrhundert und früher auch tatsächlich zu Problemen durch Nitrat im Trinkwasser gekommen sein. Heute ist das etwas für Geschichtsbücher. Von diesem Zustand sind wir ja ganz weit entfernt. Dennoch muss der Landwirt natürlich jetzt dafür Sorge tragen, dass die 50 Milligramm Nitrat im Liter Trinkwasser nicht überschritten werden. Und dafür gibt es die Düngeverordnung. Ein Teil ist die Düngebedarfsermittlung, die jeder Landwirt inzwischen in Niedersachsen online abgeben muss. Und da steht dann also, dass für jedes einzelne Feld eine Düngeplanung, da ist dann der Feldname und die Frucht aufgeführt, die Feldgröße. Dann gibt es hier einen Wert, Bedarfswert, der sich errechnet. Davon wird abgezogen, hier sind es die 72 Kilo N-Min. Das ist also der Gehalt an mineralisierten Stickstoff im Frühjahr, der schon im Boden ist. Das wird gemessen zu Beginn des Pflanzenwachstums. Dann gibt es Zu- und Abschläge für organische Düngung, also Mist, der ausgebracht wurde im Vorjahr oder Zwischenfrüchte, hier waren es Zuckerrüben, 10 Kilo Stickstoff weniger. Errechnet sich ein Bedarf. Das sind hier 148 Kilo und das dürfte der Landwirt dann düngen. Das gleiche wird dann auch noch für P2O5, also Phosphor, ermittelt. Diese Meldung muss jeder Landwirt abgeben. Das betrifft dann jeden einzelnen Schlag oder jedes einzelne Feld, was er bewirtschaftet. Das sind dann mehrere Seiten und diese Meldung wird online erfasst und auch online, also im Rechenzentrum, gleich geprüft, ob da Auffälligkeiten sind. Problematisch ist diese Düngeverordnung nur in den roten Gebieten, denn da ist dann dieser Bedarfswert, der hier bei 230 Kilo liegt, je Hektar um 20% reduziert. Das wären dann also nur noch in dem Fall 184 Kilo. Das heißt, als Endzahl würde hier dann entsprechend auch ein geringerer Wert. Das wären dann also nur noch 102 Kilo stehen. Das heißt, er dürfte dann nur noch 102 Kilo düngen im roten Gebiet. Und das ist zu wenig. Das ist im Grunde das Ende der Landwirtschaft. Hier ist also glücklicherweise kein rotes Gebiet, also dass wir hier auch keine Probleme mit dieser Einschränkung haben. Und trotzdem müssen wir natürlich diesen Düngebedingungen erfüllen, also diesen Düngeplanungsvordruck ausfüllen und online einschicken. Die roten Gebiete sind festgelegt nach bestimmten Ergebnissen bestimmter Brunnen oder vielmehr Messstellen, in denen der Nitratgehalt im Grundwasser festgestellt wird. Und da gibt es wohl erhebliche Ungereimtheiten, wie diese Brunnen ausgewählt wurden, wie die Messungen vorgenommen werden. Denn also Nitratprobleme gibt es in Europa nur in Deutschland und auf Malta. Das ist ja auffällig, denn die Landwirtschaft in Polen, Frankreich, Tschechien, Vereinigten Königreichen, wo auch immer, läuft ja nicht anders als die deutsche Landwirtschaft. Aber in Deutschland werden eben Probleme gemessen, in den anderen Ländern nicht. Das ist ähnlich wie bei den Stickoxiden im Straßenverkehr. Probleme gibt es nur in deutschen Städten, in Paris, in London, in Rom scheint es also überhaupt keine Probleme zu geben, obwohl der Verkehr ja nicht wirklich anders ist. Ist also eine Frage der Messung, wo misst man? Man kann natürlich immer eine Stelle finden, zum Beispiel unter Großstädten ist der Nitratgehalt im Wasser oft sehr hoch. Und dann hat das seinen Grund darin, dass die Kanalisation nicht dicht ist und wir scheiden ja Nitrat in großen Mengen aus mit dem Harnstoff, also dem Urin. Ringsrum wäre dann halt ein rotes Gebiet um so eine Großstadt. Das ist nicht unbedingt sinnvoll und sehr zum Nachteil der betreffenden Landwirte.
Im Rahmen der Düngeverordnung ist dann auch noch ein sogenannter Nährstoffvergleich zu erstellen. Das ist auch nicht neu, das gibt es schon über 10 Jahre. Und da steht dann also drin die Salden, wie viel Stickstoffüberschuss in den einzelnen Jahren gegeben ist. Hier sind es zum Beispiel jetzt im letzten Jahr, im Düngejahr 2019, 5 Kilo weniger als der Bedarf, die ich ausgebracht habe. Im Schnitt der letzten 5 Jahre, der letzten 3 Jahre sind es 23 Kilo. Und beim Phosphor im Schnitt der letzten 6 Jahre 5 Kilo unter Bedarf. Zulässig sind hier die zugelassenen Werte, die Kontrollwerte in den Düngejahren inzwischen 50 Kilo im dreijährigen Durchschnitt je Hektar. Höher darf also der Überschuss an Stickstoff nicht sein, laut Verordnung. Und das können wir hier also auch gut gewährleisten. Wir sehen das hier, bei mir liegt der Durchschnitt bei 23 Kilo, also völlig unproblematisch weit unter der zugelassenen Menge. Und das bei einem ganz normalen Ackerbau, konventionelle Landwirtschaft in Verbindung mit Mineraldüngung. Hier kommt man auch leicht zu einem Trugschluss, dass dieser Wert sich durch ökologischen Landbau zwangsläufig verringert. Häufig ist es sogar so, dass hier höhere Werte entstehen, weil der ökologische Landbau viel organischen Dünger verwendet. Mineralischen Dünger darf er ja nicht verwenden und damit dann auch die Düngung nicht unbedingt zeitgerecht erfolgt. Ich hatte das gleiche Problem, da habe ich mal Hähnchenmist verwendet und das sehen wir hier in dem Jahr 2017. Da hatte ich plötzlich einen Überschuss von 61 Kilo Stickstoff je Hektar, weil der Hähnchenmist also anders wirkt als Mineraldünger. Der Mineraldünger wirkt dann, wenn man ihn streut. Das ist bei organischen Düngern so nicht der Fall. Der wirkt dann irgendwann, vielleicht viel zu spät, und dann ist vielleicht die Pflanze gar nicht mehr aufnahmefähig. Zudem kommt viel Stickstoff im ökologischen Landbau aus der Luftstickstoffbindung durch Leguminosen, diese Schmetterlingsblütler wie Klee und Luzerne, Bohnen, Erbsen. Und die werden natürlich im Sommer geerntet. Der Stickstoff wird dann im Herbst freigesetzt, aber erst im nächsten Frühjahr gebraucht. Also dieser Differenzwert hier, 23 Kilo je Hektar, ist im ökologischen oder sagen wir ökoideologischen Ackerbau häufig viel höher. Sodass wir also in der Nitratfrage durch die Umstellung auf ökoideologischen Ackerbau nichts erreichen, häufig sogar das Gegenteil. Mit der Düngung nach der neuen Düngeverordnung habe ich dann auch noch die Rohproteingehalte hier, also Getreidelieferungen vom 27. und 28. November zur Mühle, also die Eiweißgehalte in einem guten Bereich bekommen. Also 12,5 ist ein Zielwert, 12,5%. Das sind hier also alles Werte über 12, also gut backfähige Ware, trotz der Düngeverordnung. Zusammenfassend kann man also sagen, gesundheitliche Probleme durch Nitrat aus dem Trinkwasser sind in Deutschland so seit über 100 Jahren, vielleicht auch länger, nicht vorgekommen. Nitratprobleme bei Babys, die Blausucht schon, aber dann immer im Zusammenhang mit der Ernährung durch Gemüse, aufgewärmtes Gemüse. Die Nitratwerte, Überschusswerte, das haben wir eben auf der Auswertung gesehen, werden problemlos eingehalten und durch die neue Düngeverordnung jetzt auch ständig online kontrolliert. Da kann also gar nichts mehr schief gehen. Problematisch ist die Düngeverordnung für Betriebe in den sogenannten roten Gebieten. Und da ist die Festlegung dieser Gebiete oftmals fachlich sehr zweifelhaft. Das Antragsverfahren, jetzt das Ausfüllen dieses neuen Programmes, dieses Online-Ausfüllen, ist ganz hervorragend gelöst. Das hat die Landwirtschaftskammer als zuständige Behörde in Niedersachsen toll entwickelt. Da ist man also ruckzuck mit durch, 2-3 Stunden vielleicht.
Und da ist an so einem Dezembertag wie jetzt ja auch immer Zeit für. Da muss man überhaupt die Landwirtschaftskammer sehr loben, denn sie hat ja auch andere Programme. Das Andi-Programm müssen wir im Frühjahr ausfüllen. Da werden alle Felder eingetragen. Wo ist das Feld? Was wächst wo? Wo wächst der Weizen? Wo die Zuckerrüben? Und so weiter. Wo ist die Grenze zum Nachbarn? Auch das funktioniert ganz hervorragend. Das nennt sich also Andi, Agrarförderprogramm für Niedersachsen Digital. Und dieses neue Düngeprogramm heißt ENI, elektronischer Nährstoff. Erfassung für Niedersachsen. Das Andi-Programm hat da noch eine Schwester in Sachsen-Anhalt. Die Länder machen das also alle für sich. Die stimmen sich da nicht so richtig ab. Da heißt es dann ELISA. Es wäre natürlich schön, wenn Andi und ELISA mal heiraten würden oder zusammenziehen. Dann hätten wir nur noch ein Programm. So muss man in beiden Programmen getrennt die Fragen erfassen. Das kommt sicher auch noch. Aber insgesamt sind diese Programme gut. Die Bedienung ist recht einfach und eine sehr gute Lösung, um hier auch sicherzustellen, dass die Bedingungen, wie zum Beispiel Düngerüberschüsse, eingehalten werden. Hier vielleicht nochmal zum Abschluss heute so ein Blick nach draußen. Sehen kann man jetzt nicht ganz viel außer dieser Brombeerhecke am Bahnhof, aber wir können viel hören. Ein fröhliches Vogelgezwitscher. Der offiziellen Lesart nach gibt es ja nur noch sehr wenige Singvögel. Hier zumindest, wie wir hören, auch mitten im Dezember, ein fröhliches Vogelleben. In diesem Fall überwiegend Haussperlinge, aber auch Feldsperlinge und auch weitere Singvögel.